Verschwinden Sie! Nein! Wir wollen Sie gar nicht haben! Es gibt dem Bayern einen schönen Spruch! Ja, wir sind hier in Sachsen! Na Moment! Ja? Es gibt dem Bayern einen schönen Spruch, der heißt: O Hirn, schmeiß Hirn herunter! Ja, okay! Das ist für Sie gemeint! Und wo fehlt gerade das Hirn? Das können Sie mir bitte mal erklären! Ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt mit Ihnen zu reden, oder? Sind Sie überhaupt bereit zuzuhören? Merken Sie doch gerade. Wir haben Ihnen lange genug zugehört. Sie haben doch gerade einen Satz gesprochen. Wir haben alle zugehört. Warum sagen Sie zu mir, hau ab und die Volksverwälter? Weil Sie eine Hetzerin sind. Ich bin eine Hetzerin. Ja. Weil Sie die Vernichtung des Volkes vertreiben. Das ist Ihr Ziel. In Deutschland verweckeschreien Sie. Sie sagen zu uns, wir sind alles immer Nazis. Wissen wir doch, wenn Sie hier auf die Demos mit der radikalen Antiverlauf. Was sagen Sie denn zu dem Empfang hier in Dresden? Naja, das ist sinnlos, das sind Nazis. Hat er jetzt Sie gefragt oder mich? Ich kann doch hier reden, wie ich will. Er hat mich gefragt. Und wenn er mich fragt, dann antworte ich. Und wenn er Sie fragt, dann kann ich. Meinungsfreiheit. Ja, ich finde das eine Schande. Aber das heißt, dass es hier eben ein wirkliches, massives Problem gibt. Und wenn überhaupt nicht mal hier über Demokratie reden. Wer schreit hier Deutschland verrecke? Ja. Distanzieren Sie sich von dem Spruch Deutschland verrecke! Oder hau ab! Hetzerin! Meinungsfreiheit! Claudia Roth von der Partei Die Deutschlandhasser wird am Tag der Einheit in Dresden von dem Volk mit ihren eigenen Parolen konfrontiert. Was macht man also, wenn man darauf keine Argumente hat und die beständige Nazi-Keule der Linksfaschisten nicht mehr wirkt? Ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt mit Ihnen zu reden. Sind Sie überhaupt Wer schreit hier Deutschland verrecke? Ja!